Aber jetzt denke ich, sollten wir Herrn Wolf das Wort erteilen. Absolut. Wolf, Sie sehen und hören uns. Wir sind ganz gespannt auf Ihre Ausführungen. Euer Fall, Herr Wolf. Wir freuen uns und vielen Dank. Das darf man schon noch sagen. Vorfeld, Entschuldigung, René, dann bin ich auch fertig. Die Zusage, die Anfrage kam eine Woche vor Beginn und die Zusage kam ungefähr 3 Minuten später. Also insofern vielen, vielen Dank dafür, dass Sie es spontan möglich gemacht haben und danach eben auch in der Feedback-Session dabei sind. Also Dankeschön schon mal von meiner Seite und jetzt haben Sie die ungeteilte Aufmerksamkeit von uns allen. Einen wunderschönen guten Tag in die Runde und ganz herzlichen Dank, Herr Hudetz, für die einleitenden Worte und die Einladung. Ich freue mich natürlich sehr, bei diesem Format dabei zu sein. Für mich ist das Format noch neu. Bitte haben Sie Nachsicht. Umso trauriger ist der Anlass, warum ich hier in dieser Runde bin. Es geht um die Ukraine und wirklich diese erschreckende Situation, die wir dort erleben und insbesondere das katastrophale menschliche Schicksal, die wir dort erleben. Ich befasse mich heute mit den wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Krieges zwischen Russland und der Ukraine und möchte einige Konsequenzen darstellen, die dieser Konflikt auf alle haben wird. Insbesondere wird es zwei Effekte geben, die in unterschiedlichsten Facetten auftreten werden. Das eine ist wirklich Preissteigerung auf breiter Basis. Das kennen Sie alle von der Tankstelle, da fängt es an, geht aber weiter über Nahrungsmittel etc. und auch Zulieferprodukte. Der zweite große Effekt ist mit Sicherheit Lieferkettenunterbrechung, die Sie auch erleben. Wir hatten eigentlich gehofft, dass sich das allmählich wieder normalisieren würde nach der Corona-Krise. Nach 2 Jahren Corona haben wir ja festgestellt, wie zerbrechlich diese Lieferketten sind und welche großen Abhängigkeiten da teilweise in unterschiedlichsten Sektoren bestehen. Leider müssen wir jetzt feststellen, das geht weiter, das Thema der Lieferketten. Das ist nicht nur bedingt durch Produktionsunterbrechungen, das ist auch bedingt durch massive Probleme im Logistikbereich. Sei es nun in der Seefracht, sei es in der Luftfracht, aber auch auf Schiene, auf LKWs. Überall hat das Auswirkungen, was derzeit in der Ukraine stattfindet. Wenn man sich einmal anschaut, was die direkten Auswirkungen sind. Da haben wir derzeit 3.600 Unternehmen, die in Russland aktiv sind, mit etwa über 200.000 Beschäftigten. Dazu kommen noch die deutschen Unternehmen in der Ukraine und in Weißrussland, die direkt betroffen sind. Ukraine, da lässt sich derzeit kein reguläres Geschäft mehr aufrechterhalten. Einige unserer Mitglieder versuchen das dennoch, weiterhin die Lieferketten zu bedienen und auch die Lebensmittel zur Verfügung zu stellen, die in der Ukraine natürlich gebraucht werden. Aber auch allein da durch die Tatsache, dass die männliche Bevölkerung zu weiten Teilen einfach eingezogen ist, kämpft, fehlen diese Arbeitskräfte in den Betrieben. Aber das ist wirklich eher noch der kleinere Teil der Herausforderung. Das Institut der deutschen Wirtschaft, das Institut für Weltwirtschaft hat einmal versucht zu schätzen, was die Kosten sein werden für Russland angesichts der Sanktionen, die nun beschlossen sind. Das Feld der Sanktionen ist ein sehr volatiles Feld. Wie Herr Dreske vorhin schon sagte, verändert sich das täglich. Derzeit wird ja diskutiert, beispielsweise die Gegensanktionen durch Russland durch Enteignung. Also der Großhandel hat beispielsweise, der europäische Großhandel in Russland allein 17 Milliarden Euro investiert. Sollte so etwas enteignet werden, die Betriebsstätten, die Läden etc., dann wäre der Schaden sehr offensichtlich. Der russische Einzelhandel oder der europäische Einzelhandel, der in Russland investiert ist, die Investitionssumme läuft sich auf ca. 4,7 Milliarden Euro. Insgesamt würde natürlich eine Sanktionierung des Gas- und des Rohölsektors die Russland am meisten treffen. Da geht man davon aus, dass allein der Sanktionierung im Gassektor das BIP Russlands um -3% reduzieren würde. Kleiner fallen natürlich dann die Sanktionen in den Sektoren Maschinenanlagenbau oder auch der Automobilzulieferung aus. Da schätzt man, dass BIP-Einbußen auf russischer Seite beim halben Prozentpunkt liegen.
Die langfristigen Folgen allerdings der Sanktionen sind wirklich substanziell. Da rechnet man für Russland mit einem Einbruch von 10%, während die Wirkung auf die deutsche Volkswirtschaft vergleichsweise gering sein wird mit 0,4%. Das tut sehr weh auf jeden Fall, aber das ist nichts im Vergleich zu der Wirkung der Sanktionen auf die russische Volkswirtschaft. Die Lieferkettenprobleme rühren in vielen Fällen vom Transport- und Logistiksektor her. Ich hatte es vorhin schon gesagt. Problematisch ist mit Sicherheit dieses volatile Umfeld, da sich auch viele Logistikunternehmen erst einmal mit der Situation vertraut machen müssen und schauen müssen, wie kann ich die Sanktionen einhalten, was ist jetzt noch erlaubt, was ist nicht erlaubt. Viele Unternehmen gehen auf Nummer sicher und wickeln manche Geschäfte nicht ab, die sehr wohl abwickelbar wären. Bei dem Straßengüterverkehr haben wir ganz klar den Fahrermangel, den hatten wir schon vor Corona, den hatten wir aber auch schon vor der Russlandkrise, an dem Russlandkrieg. Der wird sich massiv jetzt weiter verschärfen, da viele alle ukrainischen Fahrer ausfallen, auch teilweise polnische Fahrer fallen aus, weil sie eingezogen wurden. Dazu kommen Probleme mit russischen Fahrern, die auch attackiert werden wohl, wenn sie Ladung von Russland nach Deutschland bringen, insbesondere in osteuropäischen Ländern, aber auch in Deutschland, eine Situation, die, denke ich mal, nicht angebracht ist. Denn am Ende wird mit Sicherheit nicht der russische Lkw-Fahrer eine solche Situation zu verantworten haben. Anderes großes Thema ist natürlich die Seefracht. Das war schon lange angespannt, der Containermangel. Da haben wir uns schon seit 2 Jahren damit beschäftigt. Wir hatten die Unterbrechung der Abfertigung in beispielsweise chinesischen Lägern durch Corona. Nun trifft es hier in russische Ware bzw. russische Häfen, die nicht mehr angefahren werden. Der Hamburger Hafen nimmt beispielsweise wegen der EU-Sanktionen keine Container mehr. Wohl, das muss man auch alles immer tagesaktuell betrachten, an, die aus Russland kommen oder dahin gehen. Das Gleiche haben die britischen Häfen gemacht. Da kriegen sie auch eigentlich weitestgehend keinen Seefracht mehr unter. Die einzigen, die fahren, sind noch die Chinesen. Dann die Arbeit da natürlich bei den ukrainischen Häfen, die werden beschossen. Da ist kein Aufrechterhalten der normalen Abfertigung mehr wirklich zu gewährleisten. Unterbrechung gibt es ebenfalls beim Schienengüterverkehr, aber auch bei der Luftfracht. Und dann sind wir wirklich schon bei den indirekten Konsequenzen der aktuellen Situation. Denn aufgrund der Tatsache, dass wir kein oder ein verringertes Aufkommen haben, was die zivilen Flüge angeht zu Russland, fehlt natürlich auch der Gepäckraum für die Luftfracht. Gleichzeitig fliegen oder die Flugzeuge, die fliegen, fliegen mit großen Umwegen. Das heißt, sie müssen deutlich mehr Kerosin mitnehmen, beziehungsweise nehmen im Gegenzug weniger Luftfracht mit. Das voraussichtlich wird zur Verringerung der Kapazitäten um etwa 10% führen. Dann kommen wir zurück oder auf Beispiele aus den unterschiedlichen Produktsektoren, die betroffen sind. Ich glaube, die Kabelbäume, die haben es mittlerweile in jede Zeitung geschafft. Ein sehr anschauliches Beispiel, wie die Auswirkungen auf die Automobilindustrie sind. Das Ganze geht aber weiter. Es gibt beispielsweise unsere Schraubenhändler, die auch schauen müssen, wie man die Lieferwege noch aufrechterhält und entsprechende Produkte der Industrie zur Verfügung stellen kann. Es geht aber auch weiter Anfeuerungskohle aus Russland, die dann für die Hochöfen benutzt, benötigt wird. Oder dann gibt es aber auch weitere Effekte, beispielsweise im Holzbereich. Dann, und da wirken gar nicht mal so sehr die Sanktionen. Bestimmte Hölzer sind gar nicht mal auf der Gegensanktionsliste der Russen gelandet und können sehr wohl auch exportiert werden. Aber dadurch, dass Russland und die Ukraine nun im Krieg sind, sind es keine sicheren Herkunftsländer mehr und entsprechen nicht mehr zwangsläufig den Anforderungen der entsprechenden Zertifizierung, die notwendig sind, um das Holz aus Russland, der Ukraine, aus Belarus importieren zu können. Von daher fällt dieser Markt weg und das ist ein sehr wichtiger Markt. Und wir hatten auch im letzten Jahr ausgiebige Diskussionen über Holzpreise in Deutschland, was das konkret für die Baustelle heißt. Und dann waren wir sehr schnell bei Diskussionen um ein Exportverbot für Holz aus Deutschland. Eine Situation, wo wir nicht rein möchten. Und wir
wir als klarer Verfechter vom internationalen Handel müssen schauen, wie wir andere Lieferländer erschließen. Indirekter Effekt davon ist wiederum natürlich die klassische Auswirkung auf die Zelluloseherstellung und das Klopapier, was möglicherweise an ein Regal fällt. Das Problem ist allein, dass ich darüber schon rede, führt natürlich dazu, dass es einen Hype gibt, dass teilweise Regale leer gekauft werden, was auch der Situation mit Sicherheit nicht angebracht und nicht förderlich ist. Und daher muss man bitte ich darum, das mit Vorsicht zu genießen, was ich hier sage. Ein großes Problem, auf das sich die Politik einstellt, ein Problem, mit dem sich derzeit auch die WTO intensivst herumschlägt, sind die Auswirkungen aufgrund der Nahrungsmittelausfälle in der Ukraine, Russland und die Auswirkungen auf die nordafrikanischen Staaten. Den Anstieg von Lebensmittelpreisen, 10-20%, wie auch immer, wird zwar in der EU von uns Kunden verkraftbar sein. Dadurch werden wir nicht verhungern, wir werden dann gegebenenfalls andere Einschränkungen machen müssen. Was das allerdings heißt für die Entwicklungsländer und insbesondere die nordafrikanischen Staaten, die massiv angewiesen sind auf Weizenexporte, Maisexporte etc. aus der Kornkammer Ukraine und Russland, da werden sehr, sehr negative Szenarien gezeigt. Etwa 25% des gesamten globalen Weizenexports stammt aus Russland, 88% der Sonnenblumenkerne in der EU stammen aus der Ukraine, 55% der Maisimporte, 15% der deutschen Honigimporte. Das sind alles erstmal kleine Produkte und man kann darüber auch schmunzeln jetzt. Für die Nahrungsmittelversorgung sind das Grundnahrungsmittel und haben dementsprechend Relevanz. Da sind auch nicht Produkte, die ich einfach kurzerhand austauschen kann oder andere Anbaugebiete erschließen kann. Und wie sich derzeit zu sein entwickeln scheint, ist, dass dieses Problem weiter anhalten wird. Denn derzeit kann die Aussaat nicht erfolgen. Wir werden keine Erntehelfer haben. Wir werden die Ernte nicht, oder die Ukrainer werden die Ernte nicht einfahren können. Und am Ende werden wir auch die Ware nicht aus den russischen Silos oder ukrainischen Silos rüberbekommen. Derzeit scheint es dabei auch Probleme zu geben, dass die Ware, die selbst noch vorhanden ist, man nicht zwangsläufig mehr rausbekommt. Das ist dann wieder ein Thema, was uns tagtäglich bei uns im Verband befasst. Wie kriege ich denn überhaupt noch Geschäft abgewickelt? Das eine sind die Sanktionen. Und wenn ein Produkt gelistet ist, eine Person gelistet ist und ich das abgleichen kann, dann ist das, glaube ich, das erstmal die einfache Übung. Allerdings muss ich mich ja natürlich auch mit den Gesellschaftsstrukturen auseinandersetzen. Ist da irgendwo ein Oligarch drin, der unter ein Bereitstellungsverbot fällt? Oder finde ich überhaupt noch eine Bank, mit der ich eine Zahlung abwickeln kann? Finde ich eine Versicherung? Finde ich ein Transportunternehmen? Das macht das ganze Leben sehr schwer derzeit und das wird uns mit Sicherheit über einen langen Zeitraum noch belasten. Vielleicht ein anderes großes Thema sind natürlich noch chemische Grundstoffe, die fehlen, insbesondere für die im Bereich der Düngemittel. Das wird auch wiederum Auswirkungen auf die Nahrungsmittelversorgung haben. Dennoch, grundsätzlich lässt sich sagen, unsere Unternehmen, unsere Mitglieder befürchten erstmal keine Rezession für Deutschland, denn der Anteil des russischen Handels am Gesamtaußenhandel in Deutschland beträgt 3%. Das darf man auch nicht aus den Augen lassen. Also, so katastrophal die menschliche Situation hier auch ist. Dann 90% unserer Unternehmen unterstützen sogar den Sanktionskurs der Bundesregierung und der EU. Was man braucht jetzt Zeit, um neue Lieferketten aufzubauen. Wir brauchen die Unterstützung auch von der Bundesregierung, neue Herkunftsländer zu erschließen, neue Produzenten, Lieferanten zu erschließen. Und da ist einfach eine große Baustelle, dass das möglichst rasch gelingt. Und dann wird man auch diese Krise, diese Katastrophe in den Griff bekommen, sofern sie sich nicht ausweitet. Und da hoffen wir sehr drauf. Also Fazit für mich, was wir mit Sicherheit dauerhaft erleben werden, ist eine massive Entwicklung in den Preisen. Wir werden eine massive Steigerung der Inflation erleben und ein existenzielles Problem werden mit Sicherheit die Energiepreise für viele sein. Und da wird wahrscheinlich auch mein Kollege hier von ThyssenKrupp möglicherweise noch zu sprechen kommen. Und damit schließe ich. Danke Ihnen, Herrn Hudetz und Herrn Treske, ganz herzlich für die Einladung.
Wolf, wir haben zu danken. Vielen, vielen Dank für die Ausführungen. Ich glaube, die Komplexität des Themas ist ja schon voll deutlich geworden. In der globalisierten Welt hängt doch vieles von vielem dann auch ab und alles, was am Anfang noch vergleichsweise einfach aussieht, wird bei näherer Betrachtung dann doch auch schwierig. Und wir werden uns nachher in der Breakout-Session mit den wirtschaftlichen Folgen dieses unermesslichen Leides hier dann auch beschäftigen, was da hier passiert. Das darf man natürlich auch nie vergessen, dass das, was wir diskutieren, ja eigentlich am Ende des Tages, man muss es ja so sagen, auch Luxussorgen häufig dann auch sind. Aber wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, mit Ihrer Unterstützung. Vielen Dank, Herr Wolf, für hierhin. Ich freue mich auf die Deep Dive Session. Ich habe das Glück, nachdem René schon verraten hat, René Dreske, dass er eine Tendenz hat. Aber vielleicht ändert sich diese Tendenz ja auch, wenn er die folgenden Beiträge dann auch gesehen hat für der Breakout Session. Ich werde auf jeden Fall dabei sein, weil ich habe die Freude, die Breakout-Session mit Gregor Wolf gleich dann auch zu moderieren.